door. Hat aufregende Neuigkeiten. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee gehabt. In der Tat. Deke weiß, dass Sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört. Ein Phönixnest? Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Nati erwähnt hat. Hinter dem sollen Hale und die Wilderer her sein. Das würde Deke nicht wundern. Wenn Deke davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Was heißt, dass er in Gefahr sein könnte. Na dann sollte ich ihn lieber retten gehen, was? Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen. Deke hat irgendwie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Dekes altem Meister geschehen ist. Deke hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. Hier sollte ich mich lieber nicht allein erwischen lassen. Wenn es um Tierwesen geht, dann sind Niffler doch am allerbesten. Er ist schwach. Ja, wann hat er sein Netz? Eine Blockade.
Rookwoods Wilderer sind schon hier. Revelio! Revelio. Phönixe können sich in Stein verwandeln? Was? Nein. Wie eine einzelne Feder einfach. Stell dir den ganzen Boden. Du hast ein Junge. Wilderer weniger in Revelio. Confringo. Revelio. Revelio. Keine Ahnung, wie wir einen Phönix davon abhalten sollten. Mehr Wilderer? Wie viele denn noch? Damit das... Du spielst gern Hippogreif. Revelio. Phönix. Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Revelio. Alohomora. Revelio.
Da ist er wieder. Revelio. Meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Revelio. Revelio. Confringo! Revelio.
dich zum Raum zurück. Dick wird sich freuen. Revelio. Hallo. Ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Sieht interessant aus. Revelio. Könnte der Phönix da drin sein? Confringo!
Fanden Sie den Phönix? Ja, Deke. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir in Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Deke kann es kaum erwarten. Welch Schönheit! Behalten Sie sie. Gut, dass Professor Weasley und Deke Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deke. Vielen Dank. Deke ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deke Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deke sich so friedlich wie seit Jahren nicht mehr. Deke wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen.